Ja, ihr seid richtig. Das ist OrgaTV, das neue OrgaTV. Wir sind nicht nur ein neues Team, sondern wir haben auch das Aussehen von OrgaTV etwas überarbeitet und einer Frischzellenkur unterzogen. Wir hoffen, euch gefällt das neue Design. Mein Name ist Stefan Kipple und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Mein Name ist Sarah Ostheimer. Auch ich begrüße euch recht herzlich. Und was wir euch heute mitgebracht haben, das seht ihr jetzt. Hallo! An welchen Londoner Stadt ist wirklich der Nullmeridian benannt? Der Nullmeridian. Das sind unsere Themen in dieser Sendung. In dieser Sendung werden wir euch einige Links vorstellen, Termine und so weiter. Das findet ihr alles auf unserer Homepage www.orga.tv, natürlich auch im neuen Design. Dort gibt es auch die Tipps und Hinweise aus den News, die jetzt Michael Schuh für euch vorbereitet hat. Er hat die neuesten Nachrichten aus der Medienwelt und dem Campus. Die Regierungschefs der Bundesländer wollen die Rundfunkgebühren vereinfachen. Darauf habe sich die Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten verständigt. Bis zum nächsten Sommer sollen zwei Modelle geprüft werden. Eine Variante sei eine auf Haushalte statt auf Geräte bezogene Abgabe, die andere eine wie bisher beim Empfangsgerät ansetzende Gebühr, die aber einfachere Regeln für die Befreiung weiterer im selben Haushalt vorhandener Geräte umfasse. Die Gebühr solle so vereinfacht werden, dass die Prüfungen durch die GEZ, die vielen Bürgern lästig ist, nicht mehr notwendig seien. Mehrere führende amerikanische Medien- und Internetunternehmen versuchen, gemeinsame Spielregeln für den Schutz von Urheberrechten in der Web 2.0-Ära aufzustellen. Hintergrund ist, dass Verbraucher in großem Stil urheberrechtlich geschützte Videos, Filme und Musik im Internet platzieren. In den neuen Richtlinien verpflichten sich dabei die Teilnehmer, effiziente Filter einzusetzen, um urheberrechtlich geschütztes Material schnell zu erkennen. Unter den Teilnehmern sind unter anderem Unternehmen wie Disney, NBC Universal, Microsoft und die Plattform MySpace.com. Auffallend ist allerdings das Fehlen von Google. Zum Suchmaschinenbetreiber gehört auch die populäre Videoplattform YouTube, die besonders im Visier der Medienkonzerne steht, weil dort viele Nutzer auch Fragmente aus Filmen, Fernsehsendungen und Musikvideos hochladen. Universal Music will laut einem Pressebericht eine Allianz von Musikkonzernen zum Internetvertrieb schmieden, um die Dominanz des Online-Shops iTunes von Apple zu brechen. Universal Music sei deswegen im Gespräch mit Sony BMG und Warner Music. Ziel sei ein eigener gemeinsamer Internetshop. Er solle Total Music heißen und ein Abo-Dienst mit uneingeschränkter Musiknutzung für etwa 5 Dollar, rund 3,50 Euro im Monat anbieten. Fernsehen via Handy, was in Deutschland noch reichlich futuristisch klingt, ist in Italien oder Japan fast schon Normalität. Doch die bisherigen Versuche mit den Übertragungstechniken UMTS und DMB sind vor allem aus technischen Gründen Flops. Jetzt soll der neue Standard DVB-H den Durchbruch im Massenmarkt bringen. 16 Programme können empfangen werden und daneben werden Zusatzdienste angeboten, wie zum Beispiel Chats oder Online-Abstimmungen. Optimisten hoffen, dass das neue mobile Fernsehen noch rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft und zu Olympia in Peking nächsten Sommer auf Sendung gehen wird. Man rechnet mit Kosten zwischen 5 und 7,50 Euro pro Monat für den Kunden. T-Mobile wird exklusiver Vertriebspartner für Apple iPhone. Ab dem 9. November können Kunden die Version mit 8 GB Speicher für 399 Euro kaufen. T-Mobile will für das iPhone ein eigenes Tarifpaket anbieten, die Konditionen aber erst kurz vor dem Start bekannt geben. Bekannt ist lediglich, dass das Gerät ausschließlich in Telekom-Geschäften und über das Internet nur in Verbindung mit einem T-Mobile 2-Jahres-Vertrag vertrieben wird.
Am heutigen Mittwoch ging die neue Saturn-Kampagne aus dem Hause Scholz & Friends an den Start. Nach 5 Jahren verabschiedet sich der Elektromarkt nun vom umstrittenen Claim "Geiz ist geil". Ab sofort heißt es stattdessen "Wir lieben Technik, wir hassen teuer". Der neue Slogan soll Qualität und Tiefpreis emotional verbinden. Dementsprechend tritt auch die Werbefigur Blue nicht mehr als aggressive Science-Fiction-Kämpferin für tiefe Preise auf, sondern als Hightech-Göttin. Bei der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen wurden der Universität des Saarlandes beide Informatikanträge bewilligt. Ein Exzellenzcluster zum Thema Multimodal Computing and Interaction als auch das Konzept einer internationalen Graduiertenschule für Informatik sollen in den nächsten 5 Jahren zusammen mit rund 40 Millionen Euro gefördert werden. Das Exzellenzcluster hat zum Ziel, Computersysteme zu entwickeln, die mit den Menschen auf natürliche Weise kommunizieren können. Im Sinne der Graduiertenschule sollen Aktivitäten bei der Ausbildung der Doktoranden gebündelt werden durch einheitliche Strukturen bei Zulassung, Betreuung und Förderung nach internationalen Standards. Nach Aussage des Universitätspräsidenten Prof. Dr. Linne Weber spielen wir damit in der Informatik bundesweit und international in der Champions League. Bereits zum 7. Mal findet vom 10. bis 12. November und vom 16. bis 18. in Saarbrücken die Afrikanischen Filmtage statt. In dem Gemeinschaftsprojekt von Einrichtungen der Universität des Saarlandes und außeruniversitären Kooperationspartnern werden insgesamt 6 Filme gezeigt, die sich mit Gewalt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinandersetzen. Unter anderem werden die Erlebnisse eines ehemaligen Kindersoldaten im Bürgerkrieg von Sierra Leone thematisiert und der Kampf zweier mutiger Frauen, ihr Land von korrupten und machtbesessenen Männern zu befreien. Alle Veranstaltungen finden im Saarbrücker Kino 8,5 statt. Das vollständige Programm mit weiteren Informationen zu den gezeigten Filmen findet ihr im Internet unter www.afrikanische-filmtage.de. Der Hochschulsport der Saar-Uni bietet im Wintersemester 07/08 wieder ein umfangreiches Programm von insgesamt 140 Veranstaltungen und 62 Sportarten. Das Hochschulsportteam hat die Sommerpause kreativ genutzt und die etablierte Palette an Sportangeboten um neue Kurse erweitert, wie zum Beispiel ein Kletterkurs, und das Angebot an Tanzkursen hat sich weiter verbreitert. Ebenfalls neu in Saarbrücken ist die Sportart Headies, die von einem Sportstudenten der Saar-Uni entwickelt wurde. Gespielt wird mit einem Gummiball auf einer Tischtennisplatte, wobei nur Kopfbälle erlaubt sind. Der Spaßfaktor soll enorm sein. Neben neuen Kursen hat das Hochschulsportteam das benutzerfreundliche Internetportal Klicks eingerichtet, das den Sportinteressierten die bequeme Online-Anmeldung zu den Veranstaltungen ermöglicht. Die Kurse beginnen am 29. Oktober. Nähere Infos und Anmeldung zu den Kursen findet ihr unter www.uni-saarland.de/hochschulsport. So, ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch hier im OrgaTV-Studio einige Neuigkeiten. Wir haben gedacht, es ist Zeit für eine optische Veränderung. Deshalb haben wir in der letzten Woche gehämmert, gesägt und gepinselt, was das Zeug hielt. Den Umbau haben wir natürlich für euch mit der Kamera festgehalten. Sie haben viele Freiheiten. Im Zweifelsfall immer erst noch mit einem von den beiden absprechen, das ist klar. Ein Kompliment, das gefällt mir, das darf man hier behalten? Ja. Ja. Ich habe schon noch geiles MacBook-Film, oder? Sagst du nicht? Nee, hab ich überhaupt nicht. Feedback zum neuen Logo, bitte. Zum neuen Video. Ich find's gut. Sage. Geh. Für 3 Zentimeter.
Profi-Studio. Hallo! Es fehlen noch Bierflaschen in die Hand, ne? Für 3100 Studenten ist nicht nur OrgaTV neu, sondern das gesamte Studentenleben. Klausuren, Vorlesungen, Prüfungsamt und die Mensa. Die Mensa kennt jeder von uns. Jeden Tag gehen dort mehr als zwischen 2.000 bis 3.000 Essen über den Tisch. Aber wie kommt das Mensa-Essen auf den Tisch? Dieser Frage ist unser Redakteur Tobias Knapp nachgegangen und hat interessante Einblicke in die wohl größte Küche des Saarlandes erhalten. So kennen die wenigsten unsere Mensa. Um 8 Uhr morgens sind hier die Gänge noch leer. In der Küche herrscht sicher bereits mehr Betrieb. Einlass gewährt man uns jedoch nur, nachdem wir uns der hiesigen Kleiderordnung angepasst und das kurze Schwarze gegen das lange Weiße getauscht haben. Uns interessiert zunächst die Entstehung des Speiseplans. Alle 6 Wochen wiederholt sich der Speiseplan und normalerweise zwischen Sommersemester und Wintersemester setzen wir uns dann oben zusammen hin und arbeiten eventuell auch was Neues aus. Wirklich alles hier drin erscheint auf den ersten Blick überdimensional. Auch die Gewürztheke, die man von zu Hause kennt, sucht man hier vergebens. Pfeffer, Paprika, Curry und Chili, all das befindet sich hier in großen Plastikboxen und Metallbehältern. Und wer beschafft das alles? Beschaffen tut das der Küchenchef bzw. der Stellvertreter und wir kriegen es im Endeffekt bereitgestellt in den Kühlhäusern, im Trockenlager. Wir sind im Endeffekt für die Produktion verantwortlich. Was in dieser riesigen Kochwanne zubereitet wird, ist das heutige C-Essen. Pfeffergeschnetzeltes vom Schwein mit Fusellini. Ordentlich Zwiebeln dazu. Und dann immer wieder umrühren. Für uns einen kurzen Blick auf die Rezeptur. Und dann kommt Schärfe ins Spiel. Ja, weil ich kann jetzt ein geschnetzeltes nicht mit Chili so scharf würzen, wie ich es zu Hause machen würde. Weil ich bin Chili-Esser, absolut. Ich esse gern viel Chili und unheimlich scharf. In unser geschnetzeltes kommen dann noch die restlichen Zutaten. Und abgebunden werden muss das Ganze auch noch. Parallel dazu entstehen noch Beilagen und andere Gerichte. Käsespätzle stehen heute auch auf dem Plan. Man bereitet das Salatbuffet vor. Und bestückt anderswo mehrere hundert Schüsselchen. Und Nachtisch gibt's natürlich auch. Aber wie viel davon muss die arme Frau denn vorbereiten? Montags ist immer noch so ein bisschen der Einstiegstag, sage ich mal. Vielleicht sind sie dann noch nicht alle wach. Bewegt sich das Ganze, sagen wir so, bei 3,5 in etwa. 3.500 Essen. Und dann dienstags kommt dann so eine Steigerung. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wo sich das Ganze schon bis 4.500 bewegt. Und dann gibt es aber ein krasses nach unten der Essenszahl. Und zwar ist das freitags. Da sieht das Ganze so aus, dass wir 2.500 bis 2.700 essen. Also man sieht schon ein dramatischer Rückschritt. Dann wir bekommen also noch einen Zuschuss pro Essen, sonst wäre das Ganze ja nicht tragbar. Ne? Wenn man sich vorstellt, was man hier für ein Essen zahlt, würde das eigentlich nicht funktionieren. Ne? Unser C-Essen ist mittlerweile fertig und wird zusammen mit den Fusellini zur Ausgabe gebracht.
Halb zwölf, los geht's. Schmeckt's dir? Ja, ist ganz okay. Hervorragend, ja. Hervorragend, wie immer. Nach dem Essen nun der Abwasch. Gebannt beobachten wir die zahlreichen Fließbänder und Spülautomaten und sind uns einig, sowas braucht jede WG. Jetzt habt ihr gesehen, wie die Suppe aus der Tüte und das Mensa-Essen auf den Teller kommt. Wer sich aber trotz günstiger Mensa-Preise leider keine Nachtisch leisten kann, der sollte in Zukunft vielleicht mal mit unserem Quizbus fahren. Denn helle Köpfchen können dort ihr Wissen unter Beweis stellen und sich gegebenenfalls eine leckere Kleinigkeit dazu verdienen. Und jetzt Quizbus. Was meinst du? A, B, C oder D? Ich möchte nichts gewinnen. Schau dir das doch mal an, das ist doch super lecker. Nein. Gute Freunde halten deiner Meinung nach zusammen wie A, Pech und Schwefel, B, Schall und Rauch, C, Topf und Deckel oder D, Staub und Asche? A. Wer oder was wird gerne als die bessere Hälfte bezeichnet? A, die Oberseite des Brötchens, B, die Habenseite des Kontos, C, die Ehefrau oder D, die Vordersitze beim Auto? C, die Ehefrau. Richtig. Wie bist du da nur drauf gekommen? Wie lautete denn der Kosename von Louis Armstrong? Louis Armstrong. A, Swinging Trumpet, B, Satchmo, C, Wonder Trumpet oder D, der King of Swing? Ja, Ich weiß das nicht. A, Swinging Trumpet, oder? Ich kann da nichts zu sagen. Oder Wonder Trumpet. Ich sag A. Dann sag ich auch A. Beide für A und habt euch kollektiv für die falsche Antwort entschieden. Die richtige Antwort wäre gewesen B, Satchmo. Wie viele Fragen darf man falsch beantworten? Achso, da geht's wieder. Es geht wieder rückwärts. Auch nicht. A, bist du sicher? Ja. Wie hört sich das in deinen Ohren an, die Panther starten? Also ich meine ganz vage, dass ich es schon mal gehört habe, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, gebe ich zu. Sollen wir A einloggen? Ja. Gut. Oh, das tut mir leid. Es wären die Tigerstaaten gewesen. Ich bin fertig, ich weiß nichts mehr. Binary Tick. Ich lese euch nochmal vor. A, Binary Tool. B, Binary Toner. C, Binary Tick. Oder D, Binary Digit. Toner, Tick. Sag mal. Ich weiß es nicht. Das letzte hört sich so ganz unplausibel an. Ja, also, ja, ja. Digit. Also im technischen Bereich seid ihr nicht so versiert wohl. Ja, was studiert ihr denn? Germanistik und Kunstgeschichte. Produktdesign. Gut, da muss man das auch nicht unbedingt wissen. Tick. Binary Tick. Dann sage ich das auch. Und Binary Tick ist C und tatsächlich wäre das komische Wort Binary Digit richtig gewesen. Nach welchem Londoner Stadtbezirk ist der Nullmeridian benannt? Der? Der Nullmeridian. A. Greenwich. B. Notting Hill. C. Kensington Square. Oder D. Hampstead. Ich weiß nicht, was ein Nullmeridingsbums ist. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Natürlich. Was macht ihr eigentlich und wer seid ihr?
Wir müssen hier raus. Und wenn der Bus wie heute Morgen auf dem Weg zur Uni einfach auf der Strecke liegen bleibt, dann kann man stundenlang Quiz-Bus spielen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Hast du schon mal in einer WG gewohnt? Nein, habe ich nicht. Ich wohne alleine. Ja, vielleicht ist ja jetzt was für dich dabei. Und zwar wollen wir wie im letzten Semester die Rubrik Zimmerfrei weiterführen. Das ist eine Plattform für Wohngemeinschaften, für WGs, die nach neuen Mitbewohnern suchen. Und das könnt ihr hier machen auf Orga.tv. Wenn ihr ein Zimmer frei habt und hier das nächste Mal an dieser Stelle auch euren Beitrag haben wollt, dann könnt ihr uns kontaktieren. Alle Daten dazu findet ihr auf www.orga.tv. Ja, und diese Woche haben wir auch eine WG besucht, und zwar den Benjamin. Der wohnt in einer Vierer-WG. Und welches Zimmer da frei ist, das seht ihr jetzt. Zimmer, das vermieten ist. Die Mitbewohnerin zieht aus, weil sie zwei Klausuren nicht bestanden hat und hier aus der Nähe kommt. Dann würde sie halt für zwei Tage einfach nur von zu Hause hier hinkommen, in die Uni. Und sucht sich dann halt im März was Neues hier in Saarbrücken. Und wir suchen halt eine Frau. Wir sind vier Leute, wenn das Zimmer hier vergeben ist. Mhm. Und wir wollten halt dieses Gleichgewicht, was sich bisher bewährt hat, zwei und zwei, also zwei Männlein, zwei Weiblein, gleich beibehalten. Und deswegen suchen wir halt noch eine Frau. Die eine Bewohnerin, die studiert auch Tourismus, so wie ich, und der andere ist arbeitet für Cirrus Airlines und in Flight Operations. Der ist 26, die andere, die Tourismus studiert, die ist 21 und ich bin 19. Und wir würden jemanden suchen zwischen 18 und 25. 24 Quadratmeter, das ist groß, hat zwei große Fenster. Das Zimmer hier würde mit allem drum und dran um die 270 Euro kosten. Da wäre ein Telefon mit drin und alle Nebenkosten auch. Ja, wir suchen ja Nichtraucherin, wäre uns wichtig. Die hier auszieht, die war am Anfang Nichtraucherin, wurde dann zur Raucherin. Das war ein kleines Problem, weil sie auch im Zimmer geraucht hat oder auch in der Wohnung. Und wenn wir halt Wäsche trocknen oder so, dann ist es eher negativ. Ja, schon gute Einkaufsmöglichkeiten, direkt um die Ecke. Und die Buslinien fahren auch ziemlich gut hoch an die Uni auch. Wie ist eure WG-Gemeinschaft? Macht ihr viel zusammen? Nicht allzu viel, aber wir haben so eine Tradition eingeführt, dass man sonntagsabends kocht einer für alle und das wechselt sich halt jede Woche ab. Es ist nicht so verpflichtend, aber es wäre schön, wenn es klappen würde. Das war zimmerfrei. Ihr könnt die ganzen Daten auch nochmal auf unserer Homepage www.orga.tv nachschauen. Dort gibt es auch die ganzen Links zu dieser Sendung, die wir unterwegs auf dem Weg zu diesem Zeitpunkt jetzt präsentiert haben euch. Und zu guter Letzt wollen wir euch noch den Tipp des Tages, den Tipp der Woche empfehlen. Nämlich morgen im Fernsehen Schmidt und Pocher, die erste Sendung des neuen Harald-Schmidt-Formats, eben mit Olli Pocher. Und als Stargast haben Sie Günther Jauch gewinnen können. Und ich habe noch eine kleine Veranstaltungstipp für euch, nämlich morgen am 25. Oktober eröffnet in der Kaiserstraße 4 das Modul. Das ist bekannt von C'est Dieu la Culture, die allseits bekannte Veranstaltung. Wer Lust hat, am 25., 26. und 27. Oktober erwartet euch dort Musik vom Feinsten. So, Stefan, unsere Sendung neigt sich jetzt langsam dem Ende. Ich denke, es ist Zeit, mal noch so ein paar Leuten zu danken, die uns tatkräftig unter die Arme gegriffen haben.
Da möchte ich ganz besonders meinem Papa danken, der hier auch fleißig mitgesägt hat. Und allen anderen, die uns tatkräftig unterstützt haben. Genau, und vielen Dank an unsere Frau Märkte, die schön für uns da waren. Immer, wann wir Material für unser Studio gebraucht haben. Vielen Dank auch an die Regieleute, an Tobias Knapp und Michael Schuh, die hier fleißig gehämmert und gezimmert haben. Und hinter der Kamera ist Jenny Wuland. Mein Name ist Stefan Kittle. Ich bin die Sarah und ein Dankeschön geht auch noch an den Björn Geres, ohne den hier wahrscheinlich gar nichts gelaufen wäre. Der hat uns immer tatkräftig unter die Arme gegriffen. Und ja, trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten haben wir, denke ich, doch die Hürde, die erste, ganz gut genommen und sind ganz gut vorangekommen. Wir freuen uns natürlich über eure Meinung zu unserem neuen Design, zu unserem neuen Studio. Das könnt ihr alles in unserem Blog auf orga.tv in den Kommentarfeldern machen. Gebt uns Feedback, damit wir diese Sendung noch besser machen können. Was wollt ihr sehen und wie soll das Ganze aussehen? Schreibt uns orga.tv. Dort findet ihr alles zu dieser Sendung. Und damit verabschieden wir uns. Uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch ein wenig gefallen. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt 18.18 Uhr www.orga.tv. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.